Vater im Himmel, danke, wir sind wieder hier und wir beten, dass du diese jetzt nächste Stunde segnest. Alle Störungen sind vorbei, alles ist nicht, alles das, was dich nicht hört, ist nicht da in diesem Raum. Und danke, dass deine Engel da sind, mitjubeln, mitgehen und Herr, wir öffnen weiter unser Herz für dich, Geist Gottes, rede, sprich du. Wir sind gerne zu hören und zu lernen von dir in Jesu Namen. Amen. So, Christel, bitteschön, wir gehen nochmal das Letzte durch. Nein, gar nichts. Also, unsere Geschichte, nur ein bisschen näher halten. Unsere Geschichte war die Heilung eines Besessenen in Kapernaum. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Markus 1, 21 bis 28. Und die einzelnen Punkte sind dann, Jesus ging gleich am ersten Tag in die Synagoge. Er lehrte in Vollmacht. Die Dämonen manifestierten sich. Jesus bedrohte den bösen Geist und trieb ihn aus. Die Menschen hatten viele Fragen. Die Nachricht von Jesus verbreitete sich in der ganzen Umgebung. Dann waren die Fragen, wie hat Jesus seinen Tag an diesem Sabbat geplant? Unsere Antwort war, er ist seinen Weg gegangen, hat aber gewusst, was kommt. Mhm. War es nicht hochmütig, als junger Mann zu lehren? Es gab bestimmt andere Schriftgelehrte dort. Unsere Antwort, er war sich seiner Berufung bewusst. Darum hat er gelehrt. Warum manifestierten sich die Dämonen? Der Mann hat sich Geistern geöffnet. Also die hatten jetzt ein Einfallstor. Sie sind die Gegenspieler Gottes. Sie waren sich bewusst, dass Jesus Vollmacht hat. Also sie kannten ihn. Warum war Jesus so vollmächtig? Jesus ist Gott. Er hat die Autorität. Jesus war und ist ganz Mensch und ganz Gott. Warum glauben die Menschen an ihn noch nicht? Sie waren in Traditionen aufgewachsen, hatten noch nicht die Erkenntnis. Also kamen auch raus in den Fragen, was ist das für eine neue Lehre? Also sie waren überrascht, sie waren sich da einfach nicht im Klaren darüber. Wie kann ich aus dieser Geschichte lernen, den gefangenen Menschen mit Liebe zu dienen? Unsere Antwort, im Bewusstsein meiner Berufung ohne Angst und natürlich mit Liebe. Okay. Weiß ich nicht, ob wir es gut eingeordnet haben. Ich wüsste da gerne was. Sehr gut, sehr gut. Und es ist gut, dass wir heute mit diesem Thema uns befassen. Mein Lieben, das ist so wichtig. Und gerade das letzte Thema jetzt, die Macht der Dämonen in dieser Welt. Weil wir Christen, wir lieben so gerne über Dämonen reden, oder? Wir reden gar nicht darüber. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen, wo man gesagt hat, über Gott reden wir, aber über den Teufel haben wir keine Zeit zu reden. Aber er freut sich, wenn man über ihn wirklich nicht redet oder auch redet. Ihm ist egal, dass die Leute entweder ihn ignorieren, aber er tut sein Wäschen, tut alles, was er will, oder über ihn wird gesprochen, ob man über den Teufel flucht oder gut redet, ihm ist egal. Ihm ist wichtig, dass er im Rampenlicht steht, auf einer Seite, und zweite, dass er ignoriert wird.
Aber er belügt die Menschen. Jesus hat auch gesagt, er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an schon. Und darum ist wichtig, dass wir als Gemeinde, als Christen auch dieses Thema ganz scharf angehen. Weil er manifestiert sich nicht draußen. Wo haben wir gelesen? Jesus kam in die Synagoge. Und in der Synagoge hat der Mann, ist er aufgestanden, und nicht der Mann, aber diese Dämonen haben sich geoutet und gesagt, ja, was willst du von uns? Und das ist so ein riesiges Problem heute in der Christenheit. Die Dämonen sind oft in der Gemeinde, sie sitzen da. Menschen sind belastet, Menschen sind wirklich mit dämonischen Mächten besetzt oft. Und die haben sich mal bekehrt, ja, alles gut, getauft auch. Geist erfüllt scheinbar, aber wenn wir nicht leben nach den Prinzipien Gottes, wenn wir nicht Frucht bringen, dann stimmt was nicht. Wenn wir nicht in unsere Berufung kommen können, wenn wir die Bibel nicht lesen können, da ist plötzlich ein Nebel vor Augen oder ich will gleich schlafen gehen, dann stimmt was nicht in deinem Leben. Dann sind Mächte da im Spiel. Ich habe schon so viele Menschen in der Gemeinde auch erlebt. Plötzlich sagt deine Schwester, du, ich kann die Bibel nicht lesen abends, wenn ich nur anfange zu lesen, dann habe ich so einen Schlaf. Ich sage, ja, dann stimmt was nicht. Eigentlich, wie Petrus sagt, in 1. Petrus Kapitel 2, so seid wie neugeborene Kindlein, die begierig sind nach Muttermilch. Du, einem Kind musst du nicht sagen, hey, Kind, jetzt nach 2 Stunden musst du wieder Muttermilch haben. Das Kind weiß ganz genau, es schreit ganz laut, oder? Stimmt es? Es sagt, ich muss was essen heute. Und so sind wir auch Christen eigentlich. Wenn wir wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, dann müssen wir schreien nach dem Wort Gottes. Und wenn wir die Bibel nicht lesen, dann sage ich immer, da ist ein Fragezeichen. Stimmt etwas nicht in deinem Leben? Es gibt vielleicht ein Einfallstor, wo in dem Moment gerade die Mächte kommen und sagen, ah, du hast jetzt Schlaf. Oder du musst jetzt schlafen, du bist müde. Oder ach guck, schau mal die Nachrichten besser. Was auch immer. Die sind so, so raffiniert. Oder beim Beten. Wenn du plötzlich ins Gebet gehst, plötzlich sind da und dort Gedanken oder kommt das Telefon und es sind so viele Dinge, die der Teufel versucht, uns da in die Quere zu kommen und sagen, hey, das ist jetzt gar nicht wichtig. Aber das ist so wichtig, dass wir heute erkennen, wie stehe ich oder wo stehe ich vor Gott? Und darum habe ich die nächste Stunde, wollen wir mal anschauen, Leben im Geist, die Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist ein sehr wichtiges Thema heute für uns, Leben im Geist und in der Freiheit, in der Freiheit. Wisst ihr, ich war selber gefangen gewesen. Ich bin selber von okkulten Mächten gefangen gewesen und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wo man Angstzustände hat. Ich weiß, wo man die Bibel nicht lesen kann. Ich weiß, wo man wirklich komische Dinge, Gedanken da sind. Ich weiß, was das heißt. Und darum schätze ich das desto mehr heute, wo ich frei geworden bin, wo ich Jesus lieben darf, wo ich mit Jesus unterwegs sein darf, wo ich keine Angst in der Nacht habe, in der Dunkelheit. Ich kann in den tiefsten Wald heute gehen, wo früher in jedem Busch einen Dämon gesehen habe. Heute habe ich das nicht mehr, bin frei im Namen Jesu. Halleluja! Und das ist so schön, meine Lieben. Und darum mag ich von dieser Freiheit zu reden. Was heißt frei zu sein, Christus? Und wir kommen gleich zu diesen Aussagen, wo Paulus auch sagt, in Galater 5, Vers 1, steht auf euren Blättern. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Nochmal, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und die Sklaverei kann heute unterschiedlich sein. Es sind so viele Sklavenhändler unterwegs, die versuchen, Menschen zu versklaven. Ich meine geistlich verstehen, ja, dass so viele dämonische Mächte sind unterwegs heute und die versuchen, Menschen in die Sklaverei zu bringen. Wir kommen später zu diesen Punkten, was ich euch aufgeschrieben habe, welche Dinge, es ist nur ein kleines Stück von der großen, riesigen Palette, was der Teufel heute durch esoterische und okkulte Dinge den Menschen anbietet. Aber lass uns mal weitergehen. In Römer 8 sagt Paulus, die geschaffene Welt ist ja im tiefsten, sehr interessant, der Bedeutungslosigkeit unterworfen.
wo ich das in dieser Übersetzung gelesen habe, das hat mich so angesprochen. Die geschaffene Welt, nochmal, ist ja im Tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Alles, was heute mit anderen Worten geschieht, hat keine Bedeutung. Es wird eines Tages vergehen, sagt Petrus. Ne? Eines Tages wird durchs Feuer alles verbrennen. Darum hat es keine Bedeutung. Nur, weil wir, die Gemeinde Jesu heute da ist, darum hat es noch Bedeutung. Wenn Jesus uns abholt, dann ist es alles vorbei. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Und doch lebt in ihr die Hoffnung in dieser Schöpfung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Gott hat seine Schöpfung dieser Vergänglichkeit unterworfen, weil der Mensch gesündigt hat. Hat damals Gott im 1. Buch Mose Kapitel 3 gesagt, so, und jetzt wird die Erde Distel und Dornen hervorbringen. Die Frau wird den Schmerzen, die Kinder kriegen. Der Mann soll im Angesicht seines Schweißes, im Schweiß seines Angesichts das Brot verdienen. Aber das Gute, meine Lieben, am Kreuz ist dieser Fluch annulliert. Amen. In Christus, Galater 3, Vers 13, schreibe es für dich, dass du unterstreichst mit roter Farbe. Galater 3, Vers 13, da wird gesagt, in Jesus Christus ist jeder Fluch wirklich nicht mehr da. Jesus hat jeden Fluch ans Kreuz genagelt. Fertig. Wir sind nicht mehr unter Fluch. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir brauchen kein Gesetz mehr. Wir haben keinen Fluch. Es heißt, auch die Frau darf ohne Schmerzen gebären. Ja. Naja. Naja. Ihr habt es erlebt. Naja. Es ist nicht einfach ohne Schmerzen. Okay. Aber meine Lieben, aber wir haben schon für jemand gebetet in der Gemeinde hier, die hat ihr erstes Kind sollte bekommen. Und die hat so Angst gehabt. Und dann kommt ihr Papa und sagt, du, könnt ihr für meine Tochter beten? Die ist so, so in Angst. Und dann, wirklich, das war uns so auf dem Herzen. Wir haben für diese Frau gebetet. Und es war so schnell und schmerzlos. Wirklich. Das ist ein Zeugnis. Damals, ich habe gesagt, wow, das funktioniert. Bei Jesus funktioniert alles, mein Lieben. Wenn wir das verstehen und glauben, dass das Wort arbeitet heute, was Jesus gesagt hat, dann ist es kein Thema. Wir dürfen im Glauben beten. Meine Lieben, wir dürfen im Glauben beten. Warum nicht? Wenn wir das Wort ernst nehmen und sagen, Galater 3,13, wenn der Fluch getragen ist am Kreuz, warum nicht? Warum nicht? Kannst du Amen sagen? Amen. Junge Frauen? Amen. Junge Männer? Okay. Ja. Ja, aber bei Jesus, was ist bei Jesus unmöglich? Ja? Lasst uns da vertrauen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist so wichtig. Also die gefallene Welt ist geprägt von Angst und Sehnsucht nach Freiheit. Die Menschen da draußen, sie suchen nach Lösungen, die suchen aus dieser Angst, was heute gerade in Europa passiert, in Ukraine, in Russland, in ganz Europa, was da Angst, Blackout, Atomkrieg, was auch immer da, wirklich die Menschen, kein Geld mehr und so weiter, dass wir alles verlieren werden, kein Gas. Meine Lieben, das ist die Welt. Wir Christen wissen, er sagt, ich werde euch durchtragen, aus jeder Versuchung, aus jeder Trübsal werde ich rausführen. Das ist unser Gott, unser Jesus Christus. Und darum lasst uns keine Angst. Das ist die Welt, die macht Angst. Und jede Nachricht, die wir hören, ist immer mit Angst. Hast du schon gemerkt? Jede Nachricht ist immer mit Angst. Wow, das und das und das und Katastrophen, immer Angst. Die Nachricht Gottes ist, hab keine Angst. Amen. Hab keine Angst. Ja, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und darum, unsere Aufgabe ist wirklich, das zu glauben, was Jesus uns am Kreuz von Golgatha hinterlassen hat. Er kam auf diese Erde, um seine Krönung der Schöpfung aus der Sinnlosigkeit zu
befreien. Jede Angst und jede Sklaverei der Sünde wurde durch seine Auferstehung von den Toten besiegt. Und wir haben jetzt die Freiheit, meine Lieben. Wir Kinder Gottes haben die Freiheit. Aber warum sind noch so viele Gefangene? Weil wir oft gar nicht wissen, weil wir gar nicht den Feind kennen, weil wir nicht wissen, wer gegen uns kämpft heute. Ja, irgendwo gibt es die dämonische Welt im zweiten Himmel, irgendwo weit weg. Nein, die sind wie Bazillen, die fliegen da rum. Und die wissen ganz genau, wo du hingehst. Die wissen ganz genau, was du anschaust. Die wissen ganz genau, was du liest. Die wissen ganz genau, was du redest. Die wissen ganz genau. Und darum, sie wissen, sie kontrollieren. Aber vielmehr, wir haben den Heiligen Geist. Und er ist in uns. Und wir brauchen keine Angst vor Dämonen haben. Weil er, Christus Jesus, hat sie besiegt. Aber den Feind müssen wir kennen. Um mit ihm zu kämpfen, müssen wir den Feind kennen. Wer ist er? Wie reagiert er? Wie agiert er heute in dieser Welt? Und darum müssen wir auch die Schrift kennen. Was sagt uns die Schrift über das, was wir wissen sollen? Die Freiheit ist da, aber kämpfen musst du selbst dafür. Die Freiheit hat Jesus am Kreuz von Golgatha für jeden Menschen vollbracht, für jeden, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, die Freiheit ist da. Fertig, das ist fertig, das ist ein Faktum. Jesus hat uns die Freiheit geschenkt. Aber wir, du persönlich, ich, wir müssen für die Freiheit kämpfen, weil er, unser Gegner, unser Feind, er will nicht, dass wir in der Freiheit leben. Er will, dass wir in die Sklaverei, in die Gefangenschaft kommen. Er will, dass wir abhängig werden von dieser Welt. Er will, dass wir abhängig werden von seinen Gedanken. Und darum versucht er, jedem von uns seine Gedanken reinzubringen. Die Gedanken haben drei Ursprünge. Einmal Gottes Gedanken, einmal Satans Gedanken und einmal deine Gedanken. Und da muss man lernen, definieren, von wo kam gerade dieser Gedanken. Das ist ein Gedanke von Gott, Gedanken von Satan oder das sind meine Gedanken, die ich als Mensch, ich bin auch kreativ, jeder Mensch kreativ, weil wir die Schöpfung Gottes sind, das Bild Gottes tragen uns. Wir können genauso wie Gott denken, wir können genauso wie Gott Dinge tun, nicht wie er jetzt die Schöpfung, versteht, was ich meine, aber Dinge, wir können etwas tun in dieser Welt. Aber Satan weiß es und er versucht, seine Gedanken reinzubringen, reinzukriegen in unser Herz, damit wir belastet werden mit seinen Gedanken. Aber kämpfen müssen wir und wie sollen wir das tun? In Römer 13 sagt Paulus, die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht, das ist ein Appell, das ist ein Aufruf, deshalb lebt nicht in der Finsternis. Es heißt, damals lebt den Menschen in der Finsternis. Er schreibt der Gemeinde, er schreibt nicht der Welt. Er schreibt nicht die Politiker, nicht irgendwelchen Menschen. Er schreibt an die Gemeinde in Rom. Er sagt, deshalb lebt nicht in der Finsternis. Es heißt, in der Gemeinde lebten viele in der Finsternis, waren viele versklavt. Und die wussten nicht, was tut man jetzt, wenn jetzt wirklich du gefangen genommen bist. Er sagt, lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Es heißt, ich muss greifen, ich muss etwas nehmen, ich muss etwas unternehmen, damit ich in diesem Licht leben kann. Ich muss persönlich, jeder, wir als Gemeinde, klar, aber auch jeder persönlich. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Das ist, was Paulus an die Gläubigen sagt. Komische Dinge, als ob in der Gemeinde sowas passieren könnte. Doch. Scheinbar war es dort. Was? Weil wir Menschen unterwegs sind und da wir einen Gegner, einen Feind haben, der gegen uns kämpft. Und da müssen wir wissen, welche Waffen trägt er, mit was versucht er uns wirklich anzugreifen, welche Gedanken bringt er uns und was haben wir, welche Waffen haben wir. Wir wissen, welche Waffen in Epheser 6 ab Vers 10. Im Übrigen, Brüder, werdet stark
in der Macht seiner Stärke, sagt Paulus. Und so weiter, welche Waffe und Rüstung wir anziehen sollen, wie ein römischer Soldat, die ganze, den Helm des Heils und so weiter, das Schwert, das alle, die sechs Dinge sollen wir anziehen. Aber jetzt will ich uns mal mit uns angehen, wie versucht der Teufel heute, Satan, die Menschen in seine Gefängnisse reinzuführen oder in die Sklaverei, dass die Menschen da gefangen. Und er beginnt ganz, ganz klein, oft ganz mit kleinen Dingen bei der Kinder schon. Und dann geht es weiter. Mit Fernseh, mit Spielchen, komische Spielchen, da die Kinder besser, ja, die Eltern haben keine Zeit, schauen den Fernseher an und da sitzen die Kinder und schauen irgendwelchen komischen Film an. Und in diesem Film sind schon dämonische Mächte da unterwegs und die kommen und die versuchen, die Kinder versklaven. Ich habe mal ein Zeugnis gehört von einer Frau aus der Schweiz, die war im Okkultismus ganz sehr tief drin und die nach 13 Jahren kam sie aus dem Okkultismus raus, Gott hat sie befreit, Jesus Christus. Und dann erzählt, und dann hat sie sich auch dort weiter und tiefer geschult mit diesem Zeug, als sich, ja, wie kann sie den Menschen helfen? Und eines Tages kam ein Elternpaar, hat angerufen und gesagt, unser Kind ist komisch geworden, ein sechsjähriges Kind, ein Junge, und plötzlich in der Nacht, dann, er fängt an zu schreien und komische Dinge zu tun, und ja, dann haben die das Kind gebracht zu ihr, und die hat mit ihm gesprochen, ganz normales Kind, nichts Besonderes, und dann hat sie gesagt, okay, er soll bei mir bleiben, ein paar Tage, ist das Kind bei ihr geblieben. Und dann hat sie jeden Tag mit ihm versucht zu reden und eines Tages, nichts Großes erzählt, und eines Tages hat er erzählt, dass abends, die Eltern schliefen schon und er saß mit sechsjähriger hat seinen Fernseher schon gehabt in seinem Zimmer, er saß in seinem Zimmer und dann mal guckt, was da im Fernseher kommt und irgendwann hat er sein Programm eingeschaltet, wo komische Dinge passiert sind und dann sagt er, ja, dieser Junge, ich saß in meinem Sofa und plötzlich kommt da ein Dämon raus aus dem Fernseher, kommt auf mich zu und kommt in mein Herz hinein. Ich habe aufgeschrien und in dem Moment ist der Dämon wieder raus und wieder in den Fernseher rein. Wow, ich war so erschrocken, aber ich habe trotzdem weiter geschaut, was da ist und nach ein paar Minuten kommt dieser Dämon wieder rein in mein Herz und blieb und ging nicht mehr weg. Durch Augen kommen Dämonen, durch Worte, durch Taten, die auf verschiedene Wege, wie sie Menschenherzen reichen. Und so wurde das Kind belastet, er hat geschrien danach, weil er Angst bekam, aber dann konnte diese Frau ihm helfen und ihn freisetzen in Jesu Namen, weil wenn man weiß, wer oder wie dieser Dämon reinkam, dann kann man auch ganz einfach ihn austreiben. Da auf eurer Liste, auf eurem Zettel habe ich jetzt nur ein paar Punkte aufgeschrieben, was heute oder wie der Teufel heute versucht, die Menschheit, aber auch die Christen zu verführen. Wir beginnen mal mit ersten Punkt und dann gehen wir mal alle kurz durch. Okkulte, esoterische Bindungen durch Bücher, Gegenstände, Talismanen, magische Steine, Kristallsteine zum Beispiel oder Bücher, verschiedene Bücher heute. In dieser Woche habe ich auch bei einem Ehepaar auch ausgeräumt, das ganze Mist, was da die Leute für okkulte Bücher mit in ihr Leben mitgenommen haben. Und da habe ich ein Buch gesagt, chinesische Horoskope. Und gerade auf diesem Buch vorne war eine Schlange aufgebildet. Gesagt, das einzige Buch ist genug schon für euch, dass da die Unruhe und die Mond spazieren können, Unruhe in euren Herzen. Wenn wir mit diesen Zeugen in unseren Wohnungen verseucht sind, dann wir müssen uns gar nicht wundern, warum die Streitigkeiten da sind, warum Eheprobleme, warum Krankheiten da kommen, weil Dämonen unterwegs sind in diesen Häusern und die machen das, was sie wollen. Und das sind so viele Bücher, was heute die Menschen Bücher lesen. Romane, Märchen, das ist alles gelogen. Und was gelogen ist, ist nicht die Wahrheit. Wo ich das kapiert habe vor Jahren, haben wir unser Haus ausgeräumt. Von diesen Romanen, von diesen Märchen, was wir alles da aufgesammelt und geschenkt bekommen von Menschen. Alles, was Lüge ist, ist nicht die Wahrheit. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, die muss rausgeschmissen werden aus meinem Haus. Aus einem Bücherregal. DVDs, was nicht Gott ehrt, schmeißt ihr raus. CDs, alles, was da Gott nicht ehrt, was Unwahrheit ist, was die Welt ehrt, Menschen ehrt, was Jesus nicht ehrt, es gehört nicht zu uns.
Wir sind Menschen nicht von dieser Welt. Darum, diese Dinge der Welt, die gehören nicht zu uns, in unsere Häuser hinein. Und wir wundern uns dann oft, warum ist das? Und jedes Mal meine Kinder hören mich, nicht. Oder meine Eltern oder was auch immer. Streitigkeiten, weil in unsere Häuser verseucht sind mit vielen okkulten, esoterischen Dingen, die die Menschen und die Christen belastet werden. Dann geht es weiter. Flüche der Vorfahren oder selbst verschuldete Flüche. Oft wissen auch die Kinder nicht, was die Vorfahren, die Bibel sagt im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 5 und 6, sagt Gott, dass Mose durch, Gott durch Mose, dass der Fluch auf das dritte und vierte Glied oder Generation kommen wird, wenn die Eltern Gott nicht liebten, im Unglauben sogar lebten, kann der Fluch kommen und Satan weiß genau die Schrift. Er nimmt diese Schrift und sagt, okay, ich kann, wenn die Eltern, Großeltern, Vorfahren nicht geglaubt haben, kann ich das nehmen und jetzt auf die Kinder und Enkelkinder anwenden. Und oft denken die viele Menschen, was ist in meinem Leben bloß passiert? Warum kann ich das nicht begreifen, die Dinge, die in meinem Leben da sind, von wo kommen die? Oft ist es ein Fluch. Und jeder Fluch, er ist heute am Kreuz. Wir haben einen Ort, wo jeder Fluch eigentlich hingehört. Aber das muss ich erkennen. Gott wird für mich es nicht tun. Ich muss erkennen, welche Flüche, ich habe auch in meinem Leben Flüche gehabt. Ich musste erkennen, was da war. Ich musste das ans Kreuz bringen. Manche sind Flüche, die ich selber verschuldet habe. Kam dein Fluch. Zum Beispiel, wenn du, ich war nur bei einer Sitzung, Hypnose, ist genug gewesen, dass Satan mein Leben kam. Ich spürte die Kraft da. Ich konnte genauso Menschen auch unter die Hypnose stellen, weil die Kraft war da. Ich wusste es. Es kann man nicht erklären, wieso und warum, aber die Kraft, die Dämonen kommen. Ich habe sie nicht eingeladen, aber ich war dabei, ich habe mitgelächelt. Ich habe gesagt, okay, ist interessant, ist genug gewesen. Ja, das ist Unwissenheit. Ich war nicht bewusst jetzt in diese Sitzung gegangen. Ich bin unwissend reingerutscht. Aber im Teufel ist egal, ob wir wissen oder nicht wissen. Bewusst oder unbewusst. Er kommt. Er kommt, ist ein Mörder, ein Lügner. Er kommt dort und dann, wenn wir überhaupt nicht wissen oder nicht erwarten ihn zu. Ja, aber er kommt. Also Flüche ist sehr wichtig. Oder Menschen können uns Fluch verfluchen. Menschen können ein falsches Wort auf uns sagen. Darum ist es wichtig, dass wir jeden Tag uns unter das Blut Jesu stellen. Jeden Tag. Wir wissen nicht, was mit welchen Arbeitskollegen wir zu tun haben, Menschen unterwegs. Ein Fluch, jeder Fluch. Und wisst ihr, das ist ein Baumaterial bei den Dämonen. Jeder Fluch, jedes böse Wort. Und die können gebrauchen gegen uns diese Worte. Darum stell dich immer wieder unter das Blut Jesu. Sag, ich bin geschützt. Kein Fluch. Nichts kann mir antasten. Nichts kann mich wirklich von der Liebe Gottes trennen. Falsche Religionen, Yoga, Kampfsport, Karate, Judo, alles mögliche. Heute ist so modern, die Kinder zu Karate schicken oder Judo. War schön, dass sie ein bisschen selbstbewusst werden, dass sie kämpferisch. Alles. Aus die östlichen Kampfsporte sind alle mit dämonischen Mächten verseucht. Alle. Bitte merken, alle. Und wenn deine Kinder dort waren, dann sind sie unter diesem Fluch. Oder wenn du da warst und nicht weiterkommst. Das ist eine Macht Satans, die die Kinder gefangen hat. Die ist so reingeschlichen in die westliche Welt. Ist doch schön, ja, der Kampfsport. Aber alles kommt von dort. Und dort sind die beeinflusst, diese Kampfsporte, jeder Kampfsportart ist beeinflusst von Mächten Satans. Oder falsche Religionen. Ob es islamisch oder Hinduismus, egal welche Religion, egal was, jede Religion ist eine dämonische Macht, die versucht. Und wenn wir Menschen zum Glauben kommen und sich nicht lossagen, die kommen nicht frei, die werden nicht frei. Jeder Mensch, wenn er in falsche Religion, heute ist sehr modern in Deutschland auch der Buddhismus. Wird gesagt, das ist die friedlichste Religion der Welt. Die Christenheit sind die vier große Kreuzzüge, was da dann tausende Millionen Menschen umgekommen sind durch die Christen. Das ist keine gute Religion. Aber der Buddhismus ist gut. Und viele, übrigens in Bayern oder in Österreich, sind große Sitzungen von Buddhisten. Wir waren mal im Urlaub und ich habe das sowas so nie gesehen. Auf einem Berg. Vielleicht tausende Buddhisten, die beten Gott an.
Und die Bayern, die gucken mit, gucken, es ist okay. Die üben ihre Religion dort aus. Was dort auf diesen Bergen geschah. Wie viele Dämonen, die sich da versammelt haben. Also das ist ganz normal und modern heute in Deutschland geworden. Yoga, wie viel Yoga. Ist so wichtig, dass wir wissen, wie Satan uns heute angreift. Verschiedene Heiltherapien, Homöopathie, Bachblütentherapie, Schüsslersalz, Veleda und so weiter. Schüsslersalz ist im Schwäbischen sehr bekannt. In dieser Woche habe ich nochmal bei einer Ehepaar auch die Schüsselsalz ausgeräumt. Das war ganz normal. Homöopathie, Bachblütentherapie, wer weiß das? Ist alles ein Fundament vom Hahnemann. Er lebte ungefähr 1798, hat er das erste Mal aufgestellt, Hahnemann Homöopathie, und gesagt, die Kügelchen, und ich werde jetzt nicht eingehen konkret auf das Homöopathie, aber was da dahinter steht. Durch Schütteln kommt eine Energie in diese Kügelchen hinein. Egal wie du das verdienst, wenn du 1 zu 10 ist nicht so wie 1 zu 100 und schüttelst, es geht nur um Schütteln, hat Hahnemann selber gesagt. Durch Schütteln bekommst du mehr oder kommt mehr Kraft in dieses homöopathische Zeug rein. Das ist eine Energie von Kosmos und das sind dämonische Mächte, die da wirken. Genauso Bachblütentherapie. Das sind 38 verschiedene Blüten. Bach hieß der Mann, der hat das auch übernommen vom Hahnemann. Und durch diese Blüten, wenn du Stress hast, kannst du Rosenblüten zu dir nehmen. Wenn du Probleme mit Kopfschmerzen hast, kannst du vielleicht Nelkenblüten und so weiter. Es heißt, ich glaube der Schöpfung mehr als Gott. Und genauso Schüsslersalz ist das Gleiche. Er hat es genau auf diese aufgebaut, auf Hahnemann. Und das sind so viele Dinge, wo der Teufel heute uns die Gesellschaft gefangen und die Leute sagen, das ist doch okay, das ist doch schön. Wichtig, dass es hilft. Der Körper kann geheilt werden, Satan kann auch heilen, aber die Seele wird gefangen. Und das, was er will heute, das, was er will, Menschen fangen. Es gibt verschiedene andere noch viele, aber ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Wünschelrute legen oder Pendel, Horoskope lesen, chinesische Medizin. Wünschelrute, das ist gerade viel auch in Deutschland, bei den Bauern ist es so gewesen, wo findet man eine Wasserader oder wo findet man Erz, und da wird oft die Wünschelrute gelegt, und das ist die dämonische Macht, die dahinter steht. Die zeigt da oder da ist gut, da kannst. Und die Menschen glauben, die sind dann gefangen. Pendel, was mit Pendel heute gemacht wird, was heute die chinesische Medizin, Akupunktur, Akupressur, alles mögliche, was die chinesische Medizin in die westliche Welt reingetragen hat. Und viele sind da gefangen genommen. Wie gesagt, die Palette ist sehr groß und er geht mit vielen, vielen Dingen. Horoskope, ganz normal, in der Zeitung Horoskope lesen Menschen und glauben eher den Sternen als Gott. Was steht in den Sternen geschrieben für mich morgen? Okay, wir reden später wieder, okay? Dass man nach dem, ich komme jetzt kurz durch. Oder Rockmusik, Heavy Metal, Hard Rock, Black Metal und so weiter. Es sind so viele Dinge, die wir durch Rockmusik heute, die Satan Menschen erreicht. Ja, vor kurzem gelesen, es war 2008 in Belgien, haben sich 135.000 Menschen zusammengetan, um wirklich zu diesem Konzert zu hören. Da kamen Menschen, da kamen an einen, das hat mich sehr, eine Rockgruppe hieß Lamm Gottes. Lamm Gottes. Zuerst hieß sie, verbrenne den Priester. Dann kam es nicht irgendwo, ja, konnte nicht überall rein. Und dann haben sie einfach Lamm Gottes. Ich habe gedacht, wie Gott auf das alles heute schaut. Mit so Spott und Ton. Und es ist wirklich teuflisch, was sie machen. Und es sind so viele heute Gruppen unterwegs und viele junge Menschen werden gefangen durch diese Metal-Musik, Rock-Musik und so weiter, Hard-Musik. Das wirklich tausende, tausende. Jetzt wird auch in Köln im August und dann im September werden große Konzerte veranstaltet mit tausende, aber tausende Menschen, die dorthin kommen wollen. Also mit diesem Metal- und Rockmusik. Und es sind viele dämonische Anbeter da. Die kleiden sich als Dämonen, die stehen, als ob sie Dämonen sind, sind die Musiker. Und das ist, und die viele, viele, viele junge Menschen werden gefangen genommen durch
ihre Musik. Aber Glaube, Zeichendeuterei, Glückszeichen, Amulette, magische Wünsche, Beschwörungen. Also so, das ist Aberglaube, Glückszeichen. Oh, viele sagen, oh, das war noch am Freitag, der 13., ne? Habt ihr schon was gehört? Am Freitag, den 13. Warum kommt, von wo kommt das? Freitag, den 13. Es kam aus einer Geschichte, es war in Frankreich, wo die Tempelritter noch da unterwegs, oder später wurden die als Freimaurer dann, aber die Tempelritter, und die waren so eine starke Mannschaft, schon in Frankreich, in Paris, und da ist der König, er hat Angst bekommen von diesen Tempelritter, die haben alle Bänke schon unter sich gehabt und die ganze Wirtschaft, die Tempelritter, und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir Schluss. Und er hat alle die gefangen lassen, nehmen, und dann der Häuptling, ich weiß nicht, wie er hieß, er wurde öffentlich auf dem Marktplatz verbrannt, und es war der 13. Oktober, ich glaube 1358, sowas. Er wurde öffentlich verbrannt, und das Letzte, was er steht da, und er verflucht den König und gesagt, du schon, ja, und so ist auch passiert, weil der König keinen Schutz hatte. Das heißt, am 13., am Freitag wurde er hingerichtet, und darum feiern, oder die dämonische Welt, die feiert diesen Tag als ein Unglückstag für sie, und die, ja, dieser Tag kommt von dort, von diesen Tempelritter, wo dieser Häuptling hingerichtet wurde. Okay, gibt es verschiedene Zeichendeuterei oder Amulette, was die Menschen tragen, versuchen, ja, sogar, ich habe schon gesagt, die Bibel kann man zu einem Amulett machen. Ich habe schon Menschen erlebt, die Alkoholiker waren, und wenn sie Probleme haben, haben sie die Bibel unter den Kopf gelegt, dass die Bibel ihnen hilft. Das ist kein Amulett. Die Bibel ist kein Glücksbringer. Die Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes. Und da, wir kennen alles heute. Ich habe von einer Frau oder eine Frau erlebt, die kommt in eine Kirche, Gemeinde, und die hat die Bibel immer. Die hat überall, wenn sie durch den Weg, durch die Straße ging, durch die Zebra, hat sie immer die Bibel aufgeschlagen, Herr, darf ich gehen? Und egal welches Wort ihr aufgefallen ist, hat sie Ja oder Nein gesagt. Und dann kommt sie zur Gemeinschaft, und dann wollte sie für sich beten lassen, und dann fragt der Pastor, und sie sagt, ja, ich habe immer die Bibel. Und dann sagt er, aber das ist eine falschen Glauben, die du hast. Und da steht ein Dämon hinter dem. Und er hat den Dämon ausgetrieben, und die wurde frei. Also wir müssen aufpassen, was wir heute glauben. Die Bibel ist zum Gebrauch, dass wir das Wort Gottes glauben und dem Gott vertrauen. Aber nicht auf der Straße mit der Bibel sagen, so geh links oder rechts. Das ist nicht dafür da. Das ist kein Glücksbringer für dich und für mich. Ne? Das ist eine Anweisung und Liebesbrief Gottes. Götzendienst, Astrologie, Marien- und Heiligenkult, Wahrsagerei, weiße, schwarze Magie. Also Marien- und Heiligenkult in Orthodoxkirche oder in katholischen Kirche ist sehr, sehr, ja, die Heiligenkult, Maria, die Mutter Gottes. Es gibt keine Mutter Gottes. Es gibt nur eine Mutter Jesu, aber keine Mutter Gottes. Und die Menschen, das ist eine verdrehte Sache, was die Menschen gemacht haben. Und die Menschen beten die Mutter Gottes an. Die beten die Heiligen an. Obwohl die Bibel ganz offen sagt, dass wir nicht anbeten sollen, das, was auf der Erde, oder im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, im Wasser, sollen nicht. Das ist eine Anbetung, und da werden wir gefangen genommen. Bitte? Das zweite Buch Mose, Kapitel 20, ab Vers 1. Ja, ja, das, die glauben dort, ja. Ja. Genau. Oder Astrologie. Was da Menschen gefangen sind in Astrologie, das ist eine dämonische Macht, die dahinter. Wahrsagerei, weiße Magie. Die Menschen helfen. Die Menschen heilen. Hände auflegen. Das ist eine weiße Magie. Und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das ist eine Satan, egal, er kommt mit schwarz oder weißer Magie, spielt keine Rolle. Ihm ist egal. Ob heilen oder töten. Wichtig, dass er Menschen gefangen, Seelen gefangen nimmt. Und dann sehr aufpassen, wo wird da rein. Wenn du da warst, bitte eine Lossagegebet und werde frei. Sexueller Missbrauch, Homosexualität, lesbische Liebe, Unzucht und so weiter. Was da Menschen in meinem Leben, was ich schon in der Seelsorge erlebt habe, wie viele Menschen da gefangen sind. Durch einen Missbrauch. Kind mit 5 Jahren, Kind mit 10 Jahren. Das ganze Leben schief, alles kaputt, alles zugrunde. Weil irgendwann jemand das Kind vergewaltigt hat
Unschuldig scheinbar. Und Dämonen kommen. Genau. Wenn die Menschen nicht zu Jesus kommen, die werden gefangen genommen. Oder egal welche Unzucht, egal Homosexualität, meine Lieben. Heute wird gesagt, das ist eine Krankheit, das ist keine Krankheit. Das sagt ganz laut, das ist keine Krankheit. Das ist eine dämonische Belastung. Und ich habe schon Menschen erlebt, mit Menschen gebetet, die homosexuell waren. Wenn die Menschen frei werden wollen, die werden frei. Da ist eine Last dahinter. Die sind gefangen. Das sind Dinge, die Dämonen, die dahinter stehen. Und das wird uns heute gesagt in der Politik, dass man Genderpolitik, dass man da jetzt tolerant ist, tut mir leid. Das ist eine dämonische Belastung. Ich sage es ganz laut hinaus, es ist eine dämonische Belastung, ob es lesbische oder egal welche Dinge da Liebe ist. Okkulte Fernsehprogramme, Pornon, Horrorfilme. Wie oft ist es, gerade unter jungen Menschen werden heute so oft gefangen, okkulte Fernsehprogramme. Scheinbar nichts Schlimmes. Aber heute in unseren Filmen gibt's nur Mord und Sex. Ohne das passiert nichts. Das ist kein Film gut. Und da werden die Jugendliche, die Kinder reingefangen, dass sie weitergehen. Und da gibt es so viele Porn- und Horrorfilme, wo die Menschen gefangen werden, keine Aussicht haben. Es ist so wichtig, dass man da einen Stopp macht und sagt, so Herr, ich will frei werden. Okkulte Meditations- und Entspannungsmusik, dämonische Computerspiele. Entspannung, wir haben gerade auch an den Tisch gesprochen, Entspannungsmusik. Wie oft schleicht der Teufel rein mit Entspannungsmusik und sagt, ja, guck mal, kannst du mal anhören. Wie oft ist die Entspannung, Meditationsmusik eine dämonische Freimaurerische? Es gibt große Komponisten wie Wagner oder andere, die sind alle da, die waren Freimaurer und die haben die Musik geschrieben. Tchaikovsky und die sind alle diejenigen, die Menschen heute beeinflussen mit ihrer Musik. Menschen sind gefangen. Und da muss man aufpassen, welche Musik wir im Haus laufen lassen, welche Musik spielt bei mir zu Hause in meiner Wohnung. Das ist wichtig. Jede Unreinheit, Unkeuschheit, Fleischeslust, so viele Dinge. Und das kann, ich habe noch ja, gedacht, ich mache mal einen Punkt, aber es gibt noch so viel, der Palette ist so breit, meine Lieben, wie der Teufel heute die Menschen angreift. Und viele Christen, es tut mir leid, aber ich so, in den Gemeinden sind gefangen. Und da muss man reden, da muss man offen reden, dass die Menschen wissen, wie der Feind heute kommt und mit welchen Dingen er kommt. Und er versucht, versklaven. Die Menschen sind nicht frei. In den Augen sieht man Jesus nicht. Jesus sagt, dein Auge ist das Licht in deinem Leibe. Wenn das Auge nicht lauter oder nicht finster ist, dann ist, wie soll die Finsternis dann sein? Aber wir, wenn wir wiedergeboren sind, dann müssen unsere Augen für Jesus leuchten, unsere Herzen. Dann sind wir frei. Dann kommen wir nicht mürrisch in die Gemeinde Sonntagmorgen und sagen, ja, jetzt guck mal, was der jetzt bringt. Nein, wir kommen, wir umarmen, wir freuen uns, Freunde der Gemeinschaft. Wir umarmen, wir hassen nicht, wir lieben einander, wir vergeben einander, wenn wir auch manche Dinge nicht verstehen, vielleicht einer oder andere was macht, aber wir lieben einander. Wir sind eine Gemeinschaft. Und das muss Jesus da uns. Aber wenn Menschen nicht frei sind, dann passieren Dinge in unserem Leben, wo wir wirklich dann zum Schluss nur, ja, noch kurz durchgehe und dann will ich mit dem Flipchart noch ein bisschen uns ein paar Dinge zeigen. Leben in Freiheit durch konsequente Hingabe an Jesus Christus mit Abseilgebet von jeder Macht Satans. Also es geht in Johannes Kapitel, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 sagt Johannes, aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören. Das ist ganz einfach zu definieren. Wenn der Mensch noch sündigt, das heißt, er gehört noch in den Machtbereich Satans. Schluss, vorbei. Das ist das Wort. Der vor Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir, mit denen wir leben, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr und sagen, das ist okay. Wenn das eine Sünde ist, und wir nicht frei werden wollen, dann heißt, ich gehöre noch zu diesem Machtbereich Satans, der über mich herrscht. Wenn ich frei werde, wenn ich in Christus Jesus frei, die Freiheit bekomme, dann bin ich in Christus Jesus frei. Es ist nicht gesagt, dass ich nicht sündigen kann. Aber ich bin frei, wenn ich gesündigt habe, sage ich, Jesus, tut mir leid,
Ich habe es falsch was getan. Aber ich komme. Jesus, er macht frei. Und Jakobus sagt, 4,7, deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Das ist unsere Aufgabe heute, Gott sich unterzuordnen und dem Teufel zu widerstehen. Gott wird nicht dem Teufel widerstehen. Wir müssen, du und ich, sagen, stopp, bis dahin nicht mehr. Du hast keine Chance mehr. Da habe ich gelebt, ja. Ich war früher das, was du weißt. Heute bin ich nicht mehr. Heute bin ich ein Kind Gottes. Heute bin ich ein Königskind und du hast keine Chance. Ich muss widerstehen. Jeder von uns muss widerstehen. Und da müssen wir wissen, welche Kraft in uns wohnt und wer dieser Feind ist. Ich muss ihn kennen. Wenn ich ihn nicht kenne, dann kann er schnell kommen und sich als Engel des Lichts mir vorstellen und ich glaube ihm. Nein, ich muss wissen, wie er heute ist. Und darum, der einzige Hügel, Golgatha, das Kreuz, dort ist die Erlösung, meine Lieben. Mit all unserem Schmutz, Dreck und Sünden können wir zum Kreuz kommen. Jesus hat dafür bezahlt. Er hat deine und meine Schuld, deine Abhängigkeit, deine Sklaverei, meine Sklaverei, alles, was wir gemacht haben, er hat es ins Kreuz geschlagen. Und da ist die Freiheit. Und jetzt will ich uns noch kurz mal mit dem Flipchart, ich habe mir ein paar Gedanken da gemacht. In Römer 3, Vers 23, können wir das an der Wand noch schauen? Das wäre gut, dass man nochmal gemeinsam liest. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jeder Mensch. Die Bibel sagt, wir alle sind falsch gelaufen. Alle haben gesündigt und wir verfehlen die Herrlichkeit. Eigentlich Adam und Eva, die waren in der Herrlichkeit Gottes. Sie kamen, Gott kam und sie waren in dieser Herrlichkeit jeden Tag, jeden Abend. Und Gott sprach mit ihnen. Jesus war da unterwegs, das Logos. Und er redete mit ihnen und er sagte ihnen. Und die wussten, was zu tun ist. Ab dem Tag, wo sie gesündigt haben, hat Gott auch gesagt, wenn ihr sündigt, werdet ihr, hebräisch heißt es, sterbend sterben. Es heißt, etwas wird in euch sterben. Und da, als wir Menschen bestehen aus Geist, drei, wie sagt man das, Komponenten, kann man das sagen? Drei persönlicher, nee. Also aus Geist, aus Seele, aus Leib. Und in dem Moment, wo die beide gesündigt haben, ist der Geist gestorben. So, sie konnte nicht mehr mit Gott reden. Die Seele war noch da. Die Seele hat das übernommen. Eigentlich der Geist soll Nummer eins sein. Die Seele hat übernommen diesen Machtbereich und sagt so, okay, und ich werde jetzt was tun. Und darum, ich habe Emotionen, ich habe Willen, das Wollen, ich mache was. Und die Seele hat angefangen zu, hier in diesem Mensch zu leben, sich stark zu machen, aber der Geist ist tot gewesen. Und der Geist konnte nicht mehr mit Gott kommunizieren und wenn der Geist mit der Quelle nicht kommuniziert, dann irgendwie versiegt das Leben, was da eigentlich reingelegt worden ist. Das Leben ist ausgeschlossen, ja, das andere Leben war da, die wurden irgendwann noch weitergelebt, ist nicht gleich gestorben, aber der Geist war nicht mehr zuständig jetzt für die Gemeinschaft. Und die Seele übernahm und sagt, okay, ich kann doch auch beten, ich kann doch auch, wie viele Menschen, wie viele Christen leben heute aus der Seele heraus? Sie hören Gott nicht, sie verstehen Gottes Stimme nicht, weil sie aus der Seele heraus leben, weil der Geist ist oft wirklich tot, die sind nicht wiedergeboren. Aber darum sagt Paulus, alle sind falsch gelaufen, der Geist ist tot. Jetzt hat in Römer 5, sagt Paulus ein anderes Wort. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch Adam und Eva ist der Tod auf alle Menschen gekommen, alle. Und wir sind chancenlos, wirklich ohne keine Chance mehr gehabt, um Gott zu begegnen. Fertig gewesen, kein Mensch. Durch das Gesetz kam rein,
zum Volk Israel, aber da war auch kein Mensch gut genug. Kein Mensch hat das Gesetz erfüllen können, kein Mensch. Allein Jesus Christus. Er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und der hat es getan. Jesus Christus. Er ist gekommen und er hat das Kreuz aufgebaut oder aufgestellt. Gott, machen wir so, Johannes, was steht da geschrieben? Also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott, und er kommt und er stellt dieses Kreuz auf. Er hat mit deinem Sohn sich besprochen und sagt, bist du bereit, Jesus, für mein Geschäft zu sterben? Er sagt, ja, Vater, ich bin bereit. Er kommt auf diese Erde und das Kreuz ist da. Gott hat in Jesus Christus die Welt geliebt. Und jetzt kennen wir wirklich zu Gott durch das Kreuz. Der einzige Weg ist das Kreuz. Gibt es keine andere Religion. Egal, wenn Menschen sagen, ja, die sind doch auch gläubig. Nein, gibt es nur einen Weg. Durch das Kreuz. Amen. Durch das Kreuz. Jetzt in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Schreiben wir das auf. Sagt uns Johannes, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Egal wie die Sünde groß oder klein ist, von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dieser Vers, das ist einer von den wichtigsten Versen der Bibel. Wenn die Menschen Buße tun, Gott ist bereit, jedem zu vergeben. Aber mit einer Bedingung, nur wenn die Menschen bereit sind, die Schuld zu erkennen. Manche sagen nicht, warum gut genug. Ich habe doch nichts verbrochen. Ich habe doch keinen Menschen getötet. Aber jeder, wir haben nochmal gelesen, jeder ist schuldig geworden, jeder. Also der Tod kam in unser Leben. Gott hat die Welt geliebt. Johannes, er sagt, wenn wir bekennen unsere Schuld und Sünden. Und jetzt in 2. Korinther, Kapitel 2. Paulus sagt, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Wenn wir aber uns, Entschuldigung, 2. Korinther, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Schaut mal, jetzt, wenn wir Jesus Christus aufgenommen haben, in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekehrt haben, in dem gleichen Moment kommt der Geist Gottes und kommt in uns hinein. Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich habe schon viele Menschen war dabei, wo sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Aber ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gesehen, wie der Geist da was drinnen gemacht hat. Habe ich nie gesehen. Aber ich weiß, dass der Geist etwas getan hat und die Menschen sind wiedergeboren worden zu einem neuen Leben. Und sie haben Jesus aufgenommen. In dem Moment wird dieser Geist wieder kriegt Leben. Weil das Leben aus Gott kommt in uns hinein, in dem Moment, wo wir unsere Schuld und Sünde bekennen und Jesus gibt sein Leben jetzt in unser Geist hinein. Und jetzt kann mein Geist mit Gott kommunizieren. Jetzt kann ich wieder Gott hören. Jetzt kann ich wieder sein Wort verstehen. In dem Moment, wo wir zu Christus gekommen sind, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Wir gehören nun zu Gott. Und jetzt in 1. Thessalonik, 5, Vers 23, sagt uns Paulus nochmal, dass er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, erstens der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es heißt, jetzt, als wir neue Schöpfung geworden sind, hat Christus übernommen, in uns zu wohnen, der Heilige Geist zu wohnen, zu sein und uns zu führen. Jetzt ist dieser Geist nicht mehr tot, er lebt.
Und jetzt meine Frage, warum haben wir trotzdem so viele Kämpfe? Wenn wir eine neue Schöpfung geworden sind, wenn Christus in uns wohnt, wenn Gott selbst bereit ist, uns zu führen, zu leiten, sagt, dass er wird schauen, dass es unversehrt bleibt, warum haben wir heute so viele Probleme? Bitte schön. Einfach weil die Menschheit und weil wir unwissend sind. Okay. Wir wissen das oder wussten das alles nicht im ganzen Detail oder. Okay, ja, könnte sein, dass wir es nicht wissen und trotzdem, wenn wir wiedergeboren sind, dann ist der Geist Gottes in uns. Und Jesus hat gesagt, er wird euch in alle Wahrheit führen. Was passiert? Warum sind wir oft so niedergeschlagen, haben keine Lust, haben keine Freude im Herrn, sind müde und sagen, nee, besser geh nicht zur Gemeinde. Wenn ich vertraue, der Teufel, ja. Nochmal, es geht, einmal sind wir nochmal eine neue Schöpfung. Bitte nicht vergessen, wir sind eine neue Schöpfung. Aber der Kampf hat eigentlich erst begonnen. Der Kampf hat begonnen und es geht um mein Herz und um dein Herz. In Sprüchen, Kapitel 4, oh, Salomo sagt ein gutes Wort. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Er sagt, behüte. Wir sind neue Schöpfung. Ja, Gott sorgt, dass wir da weiterkommen, aber wir sollen unser Herz behüten. Wir sollen schauen, dass in diesem Herz keine böse Gedanken reinkommen, nichts Böses reinkommt. Er sagt, behüte, dass aus diesem geht das Leben aus oder quillt das Leben aus deinem Herzen. Und es geht der Kampf um unser Herz, um unser Zentrale. Wir sagen das Herz und denken gleich, da ist so, schlägt etwa ja, in meinem Brust da, irgendwie Blut wird gepumpt. Es geht um das Zentrale des Menschseins. Da will der Satan Einfluss haben. Bitte schön. Ja. 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 Genau. Das ist sein Job, uns klein zu machen. Fertig zu machen, dass wir nicht im Reich Gottes aktiv werden, dass wir nicht zu unserer Berufung kommen, dass wir nicht das vollbringen, was Christus uns gesagt hat zu tun. Er versucht mit uns zu kämpfen. Und da geht es um das Herz nochmal, um meine Zentrale. Nochmal, mein Geist, meine Seele, mein Körper ist von ihm wiederhergestellt. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Ich kann durch diese Welt gehen mit dem erhobenen Haupt und sage, Jesus, du bist mein Gott. Aber jeden Tag wird da gekämpft. Jeden Tag wird da ein Kampf abgehalten. Und in Galater 2, Vers 20, sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt nochmal, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus. Er hat gesagt, Christus hat den Thron in meinem Herzen bekommen und Christus wohnt in mir. Christus ist hier mein Herr und mein Heiland. Aber es geht weiter. In Lukas sagt Jesus ein gutes Wort. Lukas 6, Vers 43 bis 45. Lukas 6. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, sondern einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben.
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und jetzt ist so wichtig, Jesus sagt schon, es kann aus diesem Herzen, wenn das Herz böse ist, kann nur Böses kommen. Das kann man nicht reparieren. Entweder sind wir verändert total oder nein. Es heißt, aus diesem Herzen, wenn da zum Beispiel Hass, Zorn, nicht vergeben, was noch, Lügerei, Verletzung, Mobbing, Ablehnung, Neid, Erpressung, Geiz, kann man fortfahren, ne? Unzucht, böse Worte, böse Gedanken. Also es kann man weiter und weiter. Was kann aus diesem Herz kommen? Nichts Gutes, gar nichts. So viel Mist da drin, ne? So viel Zeug. Was kann aus diesem Herz kommen? Nichts Gutes. Und darum sagt Jesus in Lukas 2, dass aus dem Herzen kommen wirklich etwas Gutes oder nicht Gutes. Und jetzt ist dieser Kampf da. Wie kann ich mein Herz reinigen jetzt? Ich bin wiedergeboren, ja. Aber mein Charakter ist geblieben. Ja, das ist wichtig, Vera. Das ist so wichtig. In Kolosser 3. Ein gutes Wort, was Paulus uns da sagt. Wie können wir heute mit oder Dinge tun, wo wir frei werden? Er sagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist der Vers 10, ist die Antwort von dem allem. Er sagt, damit wir erneuert wird zur Erkenntnis oder in die Erkenntnis Christi hinein. Wir sollen erneuert werden in Christus hinein. Und wie geschieht das? Er sagt am Anfang, tötet. Wie kann ich töten eigentlich? Wie tötet man? Ganz praktisch. Wenn ich das, was ich da im Herzen aufgesammelt habe, ins Licht bringen. Ja, genau. Im Namen Jesus, wir kommen gleich wie kann total von diesem Zeug mich lossagen, aber die Dinge zuerst ins Licht Gottes bringen. Dass ich bekenne, dass es in meinem Herzen ist. Und das habe ich so gefreut bei der Taufe, dass ihr ganz offen und ehrlich von eurem Leben erzählt habt. Was alles in eurem Leben war. Ein Zeugnis für die Welt. Ich bin da gewesen, ich habe das getan, aber Christus hat mich frei gemacht. Ihr habt getötet das, was hier im Herzen war. Es ist nicht mehr da. Es ist ein Tod. Mit meinem Bekenntnis, mit meinen Lippen erkläre diesen Dingen den Tod, wenn ich das ins Licht bringe. Das ist die einzige Waffe, wie wir heute kämpfen können. Wir werden das sagen, aussprechen und sagen, so, es war und jetzt bringe ich das ans Licht Gottes und Jesus vergibt sofort und dann ist es getötet. Wenn das da drin bleibt, das wird früher oder spät Wurzel schlagen. Ich weiß von mir. Früher oder spät Wurzel tragen, wenn ich das verheimlich vor Gott und vielleicht auch vor Menschen nicht ausspreche. Es wird Wurzel schlagen. Wird immer. Wir versuchen, die Zweige abzuschneiden und sagen, okay, das geht weg, das muss weg. Aber die Wurzel, die sind da. Ich muss an der Wurzel gehen und das rausholen und sagen so, Wut gehört nicht mehr zu meinem Leben. Lüge gehört nicht mehr zu meinem Leben. Böse Worte, ich habe meinen Kindern gesagt, damals, wo sie noch klein waren, von der Schule auch komische Worte gebracht haben,
Sagt, Kinder, wir machen einen Deal jetzt. Die Worte, die ich rede in der hier, oder die Worte, die ihr von mir hört, dürft ihr reden. Wenn ihr die Worte von mir nicht hört, dürft ihr auch nicht reden. Und das war gut. Und die haben das nicht geredet, was auch ich nicht geredet habe. Weil ich habe mich dann geprüft, dass ich meine, die Worte ausspreche, die gut und was wohltuend, sagt uns Paulus. Das ist, das strebt hin, was wohltuend ist. Es gibt heute so viele Worte, die wir gebrauchen, scheinbar die gut sind, aber die sind nicht gute Worte. Sein Vorbild für deine Kinder, sein Vorbild dort, wo du bist, das sogar habe ich gehört, die Prediger stehen da und bringen diese Worte, komische Worte manchmal. Cool, rüber, scheinbar die zu fesseln. Meine, wir müssen aufpassen, was wir reden. Für jedes Wort, unnützige Wort, nicht jedes, unnützige Wort werden wir Verantwortung tragen. Wir tragen es schon jetzt im Leben. Darum wichtig, wie komme ich an das herein, dass ich das Zeug aus meinem Leben rausnehme. Töten heißt, ins Licht Gottes zu bringen, es vor Gottes Thron bringen, damit Christus hier ist. Nochmal wichtig, das Herz gehört Jesus, ja, früher war ich da gesessen auf dem Thron und jetzt habe ich gesagt, Jesus, du darfst sitzen, aber die Dinge sind da. Und jetzt versuche ich Schritt für Schritt, diese Dinge aus meinem Leben rauszukriegen. Wo tue ich das? Okay, René? Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir tun. Ja, ja. Genau, das ist das Einzige, wo wir zu Gott kommen, wie wir Buße tun, wir bekennen, dass wir schuldig vor Gott geworden sind und weil die reingeschlichen. Und wisst ihr, hinter jedem diesem Zeug ist ein Dämon. Hast du das schon gewusst? Hinter jeder Lüge gibt es einen Dämon. Schmerz gibt es einen Dämon. Zorn gibt es einen Dämon. Egal, was da drin ist. Das sind dämonische Mächte, die haben die Türe reingeschlagen. Und wenn du wütend wirst, das heißt, Dämon, er ist nicht unbedingt, dass er bei dir wohnt. Nein. Wenn wir Christen sind, die wohnen nicht bei uns, wohnt der Heilige Geist. Aber die haben offene Türe, wo sie wieder reinschlagen können. Das ist das, die gefährlichste Sache in dieser Ganze. Die schlagen rein. Und dann stehen wir da und sagen, warum ist das wieder passiert mit mir? Aber wenn ich das erkenne, dass da offene Türe in meinem Leben sind, dann muss ich zu Jesus kommen, ich muss bekennen, dass sowas ist, Buße tun und frei werden. Das ist der Weg der Freiheit, meine Lieben. Frei zu werden, und das sollen wir immer wieder in Gedanken haben, ich bin frei, ich bin von Gott erlöst, Gott hat mich frei gemacht und ich muss jetzt kämpfen. Also Kolosser 3, tötet die Glieder. Das heißt, ich bringe das Zeug ans Licht. Und jetzt komme zum Schluss. Ich will noch kurz, bevor wir wickeln, wir uns, wie schon gesagt, absagen von dem Zeug. Ich habe euch aufgeschrieben, Absaggebet von jeder dämonischer, satanischer Macht für den Hilfesuchenden. Auch das zu vernichten von zusammenhängenden Gegenständen. Jedes Anrecht der finsteren Welt und ihre Folgen zu annullieren. Ablegen jeder Sünde, Gebundenheit, die das Leben zerstört oder krank macht. Ablegen, töten, sagt uns Paulus. Ja, das sollen wir, jeder ganz persönlich. Und Jesus ist dieser Mann, ist dieser Gott, zu dem wir kommen können. Er hört uns, er liebt uns und er vergibt uns, wenn wir das von Herzen tun. Apostelgeschichte 10, sagt Petrus. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren oder andere Übersetzung gefangen geworden sind, denn Gott war mit ihm. Also Jesus, er ging damals durch ganz Israel, hat Menschen freigesetzt, jeder, der vom Teufel gefangen war. Und das ist so wichtig, meine Lieben, nochmal, wenn wir in diesen Dingen gefangen sind, da kommen Krankheiten, da kommen Gebundenheiten, da kommen Depressionen, psychische Krankheiten, alles Mögliche kommt, wenn der Teufel da reingeschlagen hat, er kommt einfach nicht raus. Mit der Bekehrung, glaub nicht, dass du jetzt frei von allem bist. Du bist nur ein Kind Gottes geworden, eine neue Schöpfung. Ja, nochmal zurück, dass der Geist Gottes jetzt dein Geist leben darf, dass du jetzt mit Gott kommunizieren kannst. Aber das
Die Freiheit, sagt uns so oft die Bibel, dass wir da kämpfen sollen, dass wir uns reinhalten sollen, dass wir uns frei machen sollen. Das ist unsere Aufgabe, jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag in dieser Freiheit zu leben. Und je mehr wir das in unserem Leben entdecken, Dinge, die Gott nicht gefallen, schmeißt er einfach mit Gebet raus. Und da habe ich jetzt zum Schluss uns ein Gebet nochmal aufgeschrieben. Du kannst es alleine zu Hause oder du kannst mit jemandem beten, wenn du Dinge in deinem Leben erlebt hast oder weißt, die komisch sind, die mir nicht helfen, nach vorne zu kommen. Da habe ich aufgeschrieben 6 Punkte, an denen können wir uns halten. Muss nicht, aber ist oft gut, an denen 6 Punkten uns wirklich halten. Das erste aber, lass uns wichtig, das sehr wichtig ist, sehr ratsam, dass du die Kraft im Namen Jesu gebrauchst. Wenn wir ein Kinder Gottes sind, ich komme nicht in meine Vollmacht jetzt und kämpfe mit dem Teufel. Nein, ich habe keine Chance. Er weiß, wie er wirklich an mein Herz kommen kann, wenn ich nicht mit dem Namen Jesu komme. In diesem Namen hat er Angst. Da hat er keine Chance. Oder das Blut Jesu. Nochmal, das Lamm hat das Blut vergossen für uns. Und er kann das Blut nicht riechen. Das ist so heilig für ihn. Er haut ab. Wenn wir das Blut Jesu gebrauchen, er hat keine Chance, er muss gehen. Und das dritte, der Heilige Geist. Auf die Kraft des Heiligen Geistes. 3 Dinge. Namen Jesu, Blut Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir mit diesen 3 Dingen kommen, er hat keine Chance. Nicht in deiner Kraft kommen, nicht im Sagen, und so steht geschrieben, dass ich jetzt, nein. Die 3 Dinge, die sind ausschlaggebend für uns zur Freiheit zu gelangen. Und da habe ich 6 Punkte aufgeschrieben. Das erste, erkennen und bekennen die dämonische, okkulte Macht in seinem Leben. Sehr, sehr wichtig. Wenn du sagst, nee, alles okay, alles wunderbar, alles Palette, dann kannst du weiter so leben. Aber wichtig, dass ich erkenne, da gibt es irgendwas. Da gibt es einen Angstzustand, da gibt es irgendwelche komischen Dinge, wo ich nicht weiterkomme. Und bitte Gott, dass er dir zeigt, was da drin in deinem Herzen steckt. Das zweite, durch die Kraft des Blutes Jesu und seinen Schutz, Buße tun für die bewusste oder sogar unbewusste Sünden. Ich habe auch für unbewusste Schuld und Sünde. Meine Vorfahren habe ich alles gebracht, wusste nicht, aber alles mitgenommen. Und sagt, Herr, ich will auch das Zeug, alles, was da, ich weiß nicht, was meine Vorfahren gemacht haben, keine Ahnung. Wird gesagt, 30 Menschen sind deine Vorfahren. 30. Können wir alles wissen, was unsere 30 Menschen gemacht haben? Nein. Ich habe alles mitgebracht, sagt Herr, und das Kreuz und Schluss vorbei. Nicht nur, dass wir für die Verstorbenen beten, nein, wir kennen nicht, aber für das, was sie gemacht haben. Für die Dinge, die sind da, die schweben in der Luft, und das gebraucht der Teufel als Instrument. Die Sünde, die da noch nicht gesühnt sind am Kreuz von unseren Vorfahren, die können uns belasten. Und der Teufel weiß das. Für die Toten beten wir nicht, aber Schuld, die Vorfahren vielleicht unbewusst auch, wie auch immer, getan haben. Ja, Daniel 9 oder Nehemia, er betet auch für die Schuld der Vorfahren. Er kam in die Stadt Jerusalem, sah, was alles für Götzendienst geführt worden ist. Und er betete und sagt, Herr, vergib uns, mir und meine Vorfahren. Daniel genauso, wir sind schuldig geworden, wir und meine Vorfahren. Und das ist eine Grundlage, wo wir das bringen dürfen und dass da alles abgeschlossen wird, damit wir frei sind. Das dritte, von allen Anrechten Satans, von allen okkulten, esoterischen Bindungen oder Flüchen sich lösen. Dann haben wir das Recht. Wenn wir das erkannt haben, wenn wir vor Gott Buße getan haben, dann haben wir das Recht, alles, was der Teufel in unserem Leben reingebracht hat, sagen so, und ich löse mich jetzt. Weil ich ein Kind Gottes bin, weil Gott mich so sehr geliebt hat, weil Gott mir vergeben hat, dann löse ich mich jetzt von allen Rechten, esoterischen oder allen Machenschaften Satans. Ich löse mich jetzt im Namen Jesu. Ich habe das Recht. Gott wird es nicht tun. Du musst es tun. Du musst es aussprechen, damit die finstere Welt hört. Ich muss sagen, so im Namen Jesu jetzt. Jetzt löse mich von dem, was in meinem Leben war oder ist. Das wird in der Vollmacht Jesu Christi gebieten, den dämonischen Mächten zu gehen. Und jetzt haben wir die Vollmacht. Jesus sagt in Lukas 10, Vers 17 bis 19, wo die Jünger kamen und sagen, ja, Jesus, wir haben gesehen, wie die Dämonen uns ja jetzt gehorchen. Und sagt, hey, das ist alles okay, aber freut euch, dass eure Namen im Himmel sind. Und dann sagt er, sehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen, Skorpione und jede Feindesmacht zu treten. Und euch wird nichts schaden. Wow, das gefällt mir so. Das gefällt mir so, das habe ich unterstrichen. Euch wird nichts schaden. Wir dürfen treten und sagen, so, Satan, du hast keine Chance in meinem Leben. Und wir dürfen ihm sagen, und jetzt, bis dahin, und jetzt fliegst du raus. Alle, nimmst alles mit. Ich sage oft, auch alles, das ganze Pack, was da drin steckt,
alles raus aus den Menschen. Wenn da, wir wissen nicht, wie viele das sind. Wir brauchen mit ihm auch nicht reden. Er lügt, schon lügt er von Anfang. Nur den Mund aufmachen, dann lügt er schon. Kann sagen, so, und alles geht raus. Alles raus. Und da, wir haben das Recht zu sagen, Show, vorbei, bitteschön. Okay. Aber die, jawohl. Aber schade, wenn ich sage, okay, irgendwann, nein, das eine, ich muss jetzt, wenn ich was erkannt habe, es muss raus. Was ich jetzt erkannt habe, das stimmt, das kommt nicht mehr in mein Leben rein, das muss raus. Und Gott wird immer wieder weiterführen, immer weiter. Und da werden wir von einer Erkenntnis zu anderer, von einem Sieg zum anderen, von einer Kraft zu anderer kommen. Ne? Wir kommen zum fünften Punkt. Bittet den Heiligen Geist jetzt jede Zelle, Geist, Seele und Leib zu reinigen und neu mit seinem Licht zu füllen. Das ist wichtig, dass wir jetzt bitten, Geist Gottes, komm, mach alles neu in mir. Jetzt bitte ich, dass der Geist Gottes jetzt füllt. Da war jemand anders, ne? Und jetzt ist das rausgeflogen. Und jetzt bittet der Heilige Geist, sag, fülle jetzt diesen Raum. Und je mehr da Licht kommt, die Dunkelheit weicht, je mehr Licht kommt, je mehr sind wir frei, je mehr können wir ausatmen und einatmen. Menschen sind oft schwermütig, weil sie voll belastet sind. Wenn du frei bist, dann kannst du atmen, kannst du schauen mit Freude, dann ist Freiheit in Fülle da. Und der sechste Punkt, danke dem Herrn im Himmel für den Sieg und Erlösung in Jesus Christus. Nicht vergesse, auch Gott zu danken. 6 Punkte. Du kannst sie gebrauchen alle, aber du kannst auch andere Punkte noch für dich machen, aber das war für mich 6 Punkte. Lass uns wichtig, dass wir auch das, was wir erkannt haben, was wir heute verstanden haben, dass wir das in unser Herz mitnehmen. Dass wir da versuchen, dass wir jeden Tag aufs Neue in diese Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Tiefer und tiefer. Und je mehr wir das sind, mein Leben, das Leben ist so interessant, so spannend mit Jesus. Freiheit, die ist so wertvoll. Bewahre die Freiheit. Ja, okay, René. Genau, dann kommt die Berufung auch. Weil Gott wird uns nicht belasten, wenn wir nicht mehr weiter tragen, wenn wir nichts tragen können. Er wird uns nur so viel auf unsere Schulter legen können, wollen, wie wir frei sind. Und je freier ich in seinem Reich bin, desto mehr kann er auf mich was auflegen, eine Aufgabe, und sagt, Paul, und jetzt gehen wir mit dir weiter. Jetzt gehst du mal zu diesen Menschen, oder jetzt machst du das. Und jetzt gründest du noch 5 Gemeinden. Versteht ihr? Gott wird uns nie mehr auflegen, dass wir es tragen können. Und die Menschen sind so oft schwach und dann Gott sagt, tut mir leid, mein Kind, wenn ich etwas drauflege, du zerbrichst. Und wenn wir frei sind, dann kann Gott dich und mich gebrauchen. Amen. Amen. Ich will jetzt noch ein Gebet zum Schluss beten. Wenn du vielleicht irgendwo Dinge hast in deinem Leben und weißt, das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich versuche an diesen 6 Punkten jetzt auch zu beten. Du kannst auch alleine dann später in deiner stillen Zeit oder wenn du alleine bist vor Gott, beten. Und auch die Dinge mit Namen nennen, wichtig, dass man die Dinge, die man ganz genau weiß, das stimmt was nicht. Da ist in meinem Leben was reingeschlichen, ein Fluch oder irgendwelche Dinge, dann sag es mit Namen, dass es wirklich auch genannt wird, ins Licht gebracht wird und dass es rausfliegt. Mit Namen ist wichtig, mit Namen. Beziehungen, falsche Beziehungen, auch das kann man trennen. Es gibt noch so viele, meine Lieben, wo wir uns prüfen können am Wort Gottes, wie kann ich heute in dieser Freiheit leben? Und die Freiheit, die schenkt jedem von uns Gott. Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, im Namen des Herrn Jesus Christus. Danke, dass du ein guter Vater bist für alles, was Kinder auf dieser Erde heißt. Danke, dass du an uns nicht vorbeigegangen bist. Danke, dass du uns zu uns gerufen hast
und gerufen hast und nochmal gerufen hast. Und danke, dass wir gehört haben. Und danke, dass wir Amen und Ja zu dir gesagt haben. Danke, Vater, dass wir gekommen sind. Und danke, Herr, dass du uns jeden einzeln liebst. Und es sind so viele Dinge oft in unserem Leben, Herr. Und wir wollen jetzt auch zu dir Dinge bringen, die vielleicht ja uns schwer machen heute oder wo wir nicht frei sind. Und wir wollen erkennen das, was in unserem Herzen nicht okay ist. Komm, Geist Gottes, fülle uns wieder neu und lass uns erkennen, wo Dinge sind, die dir nicht gefallen, Herr. Ich öffne mein Herz. Wir öffnen unser Herz und sagen, komm, Geist Gottes, Herr, lass uns sehen Dinge, die du wirklich siehst, die nicht gut sind für uns, für unser Leben. Herr, danke, dass da manche Dinge wirklich du jetzt offenbarst. In jedem, der jetzt wirklich mitbetet, in jedem, der jetzt zu dir ruft, Herr, danke, dass du offenbarst Dinge, die vielleicht in der Dunkelheit waren, aber jetzt sind die ins Licht gekommen. Danke, Vater, wir bekennen es vor dir und sagen, Papa, du weißt sowieso alles, aber wir bekennen es ganz laut und sagen, ja, das ist nicht in Ordnung und ich will das in Ordnung bringen. Ich tue Buße dafür, dass ich schuldig geworden bin oder vielleicht meine Vorfahren sind an mir schuldig geworden. Ich vergebe, Herr, ich vergebe ihnen und ich komme zu dir ans Kreuz und ich sühne diese Schuld am Kreuz von Jesus und ich bitte, Vater, vergib diese Schuld, die Sieg begangen haben oder ich schuldig selber geworden bin. Jeder Fluch bringe ich zu dir und sage, bitte vergib. Und ich danke, ich will mich lösen von allen Anrechten Satans und dämonischen Mächten, die dadurch in mein Leben gekommen sind. Ich löse mich jetzt und sage, sie haben keine Chance mehr in meinem Leben zu sein, weil du, mein Vater, du liebst mich und du hast deinen Sohn für mich gegeben. Und ich sage, Jesus, du sollst in mir wohnen. Dein Heiligen Geist, dein Licht soll in mir sein. Und ich löse mich von jedem Fluch, von jeder okkulte Bindung, von der dämonischen Bindung, von Satans Flüchen, von alles, was er in mein Leben hineingebracht hat. Jesus, ich will frei werden. Ich danke dir, dass du mich dir Freiheit geschenkt hast. Und ich darf jetzt in deiner Vollmacht als dein Kind Gottes jede Macht Satans aus meinem Leben rausschmeißen, jede dämonische, okkulte Macht aus meinem Leben rausschmeißen. Und sage es im Namen Jesu, in der Vollmacht Christi, geschützt im Blute von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, gebiete ich im Namen meines Gottes, der stärker ist, als alles in dieser Welt. Ich gebühre jeder Macht Satans aus meinem Leben zu weichen. Jeder okkulte Macht, jede esoterische Macht, jedem Fluch aus meinem Leben zu weichen und nicht mehr zurückkommen. Jesus, danke, dass ich den Heiligen Geist jetzt bitten darf, dass er in mein Leben kommt. Er erfüllt mein Herz, er erfüllt die Dunkelheit mit seinem Licht und ich bin Herr im Lichte, so wie du im Lichte bist. Da haben wir Gemeinschaft miteinander und haben wirklich dein Blut macht uns frei, macht uns zu Lebenden, Zeugen Jesu Christi. Danke, Jesus. Und ich will dir von Herzen, Papa, danken, dass du Freiheit schenkst. Freiheit jedem, der zu dir kommt. Freiheit in Jesus Christus. Wir erheben deinen heiligen Namen. Wir loben dich, Vater im Himmel. Wir loben dich, Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Und wir loben dich, Heiligen Geist, für das Werk, das du in dem Herzen getan hast. Wir erheben dich und beten dich an und danke dir. Führe uns leiden und zeige uns den Weg. Ich will dir versprechen, von ganzem Herzen dir zu folgen. Und vollkommen deinen Willen zu tun. Im wunderbaren und mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen.